Wenn du auf dieses Video geklickt hast, dann hast du bestimmt schon mal irgendwo aufgeschnappt, dass Bitterstoffe total gesund sind und irgendwie etwas mehr davon in deinen Alltag integrieren solltest. Ja, das ist immer leichter gesagt als getan, aber nicht verzweifeln, denn diese Aufgabe nehmen wir uns heute gemeinsam an. Ich zeige dir in diesem Video, wie du zu Hause ganz einfach deinen eigenen Bitterstoff-Elixier-Drink selber herstellen kannst. Somit sparst du auf lange Sicht nicht nur ziemlich viel Geld, denn diese Supplements können hochgerechnet ganz schön teuer werden, ne? Und auch noch gleichzeitig deiner Gesundheit etwas Gutes tust. Also los geht's! Falls du gleich zu dem Rezept vorspulen möchtest in dem Video, ich habe dir die Uhrzeit hier gleich verlinkt, wo es dann losgeht. Ich will dir aber nur vorab noch ein paar Infos dazu geben, mit auf den Weg, damit du weißt, warum Bitterstoffe überhaupt so toll sind und was sich da eigentlich dahinter verbirgt. Von dem wunderbaren griechischen Arzt Hippokrates, der so circa 460 vor Christus gelebt hat, stammt ja der bekannte Satz, der Tod sitzt im Darm. Ergo, eine gute Verdauung ist eine gute Gesundheit. Und genau da kommen auch schon unsere ganzen Bitterstoffe ins Spiel, denn sie fördern und verbessern deine Verdauung. Denn nur wenn der ganze Verdauungsprozess richtig gut funktioniert, dann kannst du die ganzen Nährstoffe und Vitamine, die du deinem Körper zuführst, auch aufspalten und absorbieren und deinen Zellen das geben, was sie eigentlich benötigen. Sobald wir die Bitterstoffe im Mund haben, signalisiert das unserem Magen, unserer Leber, unserer Bauchspeicheldrüse und unserer Galle, die ganzen Verdauungssäfte schon mal zu produzieren und die wiederum helfen uns eben, unsere Nahrung optimal aufzuspalten. Wie diese ganzen Säfte funktionieren, ich finde, das kann man sich ganz gut mit dieser einen Analogie vorstellen. Zum Beispiel der Metzger, der nimmt ja auch das ganze Tier auseinander und zerlegt das Fleisch oder verarbeitet das Fleisch in Wurst und kleinen Hackbällchen, damit es einfach für uns leichter ist, das alles zu essen. Okay, also für die ganzen Vegetarier und Veganer wäre jetzt vielleicht eine andere Analogie besser gewesen. Dann könnt ihr euch einfach vorstellen, diese Verdauungssäfte funktionieren ein bisschen wie so ein Hochleistungsmixer, der das ganze schwer verdauliche Grünzeug schon mal klein häckselt, damit wir es viel besser absorbieren können in unseren grünen Smoothie oder was auch immer ihr da reinhaut. So, und wo ist jetzt dieses ganze gute Bitterstoffzeug drinnen? Vor allem findest du Bitterstoffe in höheren Konzentrationen als in anderen Lebensmitteln in Kräutern oder Wildpflanzen, wie zum Beispiel Löwenzahnwurzel, Enzianwurzel, Schafgarbe oder Wermut. Aber auch in Gewürzen wie Kurkuma und Ingwer und auch in ein paar Schalen von manchem Obst und Gemüse, zum Beispiel in Schalen von Zitronen oder Orangen, finden sich auch viele Bitterstoffe oder eben in Antischockenblättern. Das habt ihr vielleicht auch schon mal geschmeckt auf der Pizza oder sonst wo, dass das so einen bitteren Nachgeschmack hat. Und ein richtig cooler Extra-Benefit meines Erachtens von Bitterstoffen ist es, dass sie dir dabei helfen, deine Zuckersucht oder einfach deine Zuckergelüste unter Kontrolle zu bekommen. Denn sobald du irgendwas Bitteres im Mund hast, verschwinden deine Gelüste nach etwas Süßem wirklich ziemlich, ziemlich schnell. Und das, finde ich, ist ein definitiv cooler Hack. Also das nächste Mal, wenn du wieder richtig Lust auf was Süßes hast, gönn dir irgendwas Bitteres. Und schon ist dein Bedürfnis nach etwas Süßem gestillt. An dieser Stelle, falls du übrigens öfters irgendein ganz bestimmtes Food Craving verspürst, wie zum Beispiel eine unstillbare Lust nach Schokolade oder was Salzigem oder was Saurem, das könnte ein Zeichen von deinem Körper sein, dass dir irgendein Nährstoff fehlt oder dass irgendwas mit deinem Körper nicht stimmt. Was sich hinter diesen Zeichen verbirgt und genau was du dagegen tun kannst, das verrate ich dir in diesem Video. Ich werde es auch nochmal unten in der Infobox verlinken. Dann weißt du Bescheid und kannst auch das Thema erfolgreich anpacken. So, genug Hintergrundinformationen. Jetzt geht's los mit dem Rezept. Die genauen Mengenangaben und noch ein paar Tipps zur Einnahme habe ich euch wie immer unten in die Infobox gepackt. Da könnt ihr also wie immer nochmal nachschauen. Wir schnappen uns einfach ein Einmachglasel oder ein etwas größeres Honigglasel. Dann habe ich hier noch ein bisschen getrocknete Orangenschale, also verwendet da am besten eine Bio-Orange dafür. Und dann noch eine halbe Tasse Löwenzahnwurzel, getrocknete. Die habe ich persönlich jetzt bei einer Naturapotheke bei uns im Ort gekauft, aber ihr könnt sie bestimmt auch in einem Reformhaus oder online kaufen.
Dann habe ich natürlich noch ein bisschen Wodka, also als Halbrussin muss das halt schon rein ins Rezept, gell? Und am Schluss natürlich noch ein bisschen Ingwer. Da sind nämlich auch noch ein paar tolle Bitterstoffe drinnen. Diesen Ingwer schnibbeln wir klein, also wir schnibbeln auch die Orangenschale noch mal ein bisschen kleiner und packen das dann alles zusammen einfach in dieses Honigglasel und übergießen es mit unserem Wodka. Ja, und wie versprochen war es das jetzt auch schon eigentlich mit der Zubereitung. Vielleicht hat es auch etwas weniger gedauert als eine Minute, je nachdem, wie lange man sich da anstellt. Wir stellen jetzt halt dieses Einmachglas einfach an einen warmen, lichtgeschützten Ort für 2 Wochen. Und ja, nach 2 Wochen könnt ihr das einfach in den Kühlschrank stellen oder danach eben in kleine Pipettenflaschen umfüllen. In diesen kleinen Pipettenflaschen lässt sich natürlich euer selbstgemachter Kräuterbitter super bequem auch mal to go mitnehmen und ihr habt dann immer eure selbstgemachten Bitterstofftropfen dabei. Ich persönlich habe es aktuell eigentlich aber nur daheim stehen im Kühlschrank, weil man kann ja auch aktuell nicht so viel unternehmen draußen, ne? Und deshalb nutze ich ihn gerne als Digestiv, mal nach so einer etwas üppigeren Mahlzeit oder halt vor der Mahlzeit gestreckt natürlich, weil der Alkohol drinnen ist, mit etwas Wasser, aber zu der genauen Einnahme sage ich gleich noch was. Das war ziemlich easy, oder? Jetzt bleibt noch die Frage, wie verwende ich jetzt mein Bitterstoff-Elixier? Ich würde es dir empfehlen, auf jeden Fall mindestens einmal tägliches zu nehmen oder einfach gleich vor jeder Mahlzeit einfach ein Stammballglaserl. Das war's. Bei mir persönlich fällt das Frühstück immer sehr leicht aus und es ist super leicht verdaulich bei mir, weil ich damit einfach am besten zurechtkomme. Deshalb nehme ich es auch nur einmal täglich mit meiner zweiten Mahlzeit. Falls du aber sagst, du isst jetzt halt 3-mal am Tag und 3-mal richtig ordentlich und gescheit, dann müsstest du es halt, oder würde ich es dir besser empfehlen, vielleicht 2-mal oder sogar 3-mal vor jeder Mahlzeit ein Stammballglaserl zu nehmen. Ich persönlich ärgere mich da ehrlich gesagt drüber, dass ich auf dieses Rezept nicht schon irgendwie viel früher gekommen bin und einfach zu faul war, mir endlich mal was selber zu machen, weil seitdem ich irgendwie Bitterstoffe in meinen Alltag einfach wirklich, also täglich steht es auf meinem Speiseplan, irgendwas Bitteres zu essen, habe ich viel mehr Klarheit, viel mehr Energie und Antriebskraft und habe nicht immer so ein Fresskoma irgendwie nach dem Essen. Da war ich früher immer komplett platt und irgendwie ja, nicht mehr fit und die Gedanken waren dann schon irgendwie ganz wirr, ich war nicht mehr so produktiv. Also ich kann es nur wärmstens empfehlen. Welche tolle und simplen Ideen außer Kaffee kennst du, um Bitterstoffe in deinen Speiseplan besser zu integrieren? Lass es mich gerne in den Kommentaren wissen. Ich freue mich immer, was dazu zu lernen und dann haben wir alle was davon, von deinem Wissen. Ich freue mich, von dir zu hören und dann bis übernächste Woche Dienstag bei einem neuen Video. Bleib fit und gesund. Pfiat die!